Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Und zwar, wir spielen heute mal wieder Piki und wir spielen den Tempel oder so. Das ist irgendeiner der neuen Maps. Ich bin super, super gespannt. Okay, ich habe bisher überhaupt nicht aufgepasst, was das stand. Oh Mann, ich hoffe, das war nicht wichtig. Wer bist denn du? Cooler Skin, muss ich sagen. Okay, aber ich vergesse zu erwähnen, dass vielleicht Gefallene geben könnte. Okay, und das erzählst du jetzt? Ja, das sehe ich genauso. Warum erzählst du das erst jetzt? So, was hättest du... Okay, das hier ist die gruseligste Piggy-Map überhaupt. Da brauche ich eine Kerze für. Okay, das brennt man dann mit einer Kerze weg. Cooler Kopf. Cooler Hundekopf. So, dann hier vorne haben wir zum Beispiel mal den lila Schlüssel. Den nehme ich mal mit. Wo muss ich damit hin? Kannst du mir das zeigen? Vielleicht muss ich auch damit da rein. Okay, wir gucken uns das mal an, weil sie hat ja hier den grünen Schlüssel. Hast du nicht den grünen Schlüssel? Nee, sie hat den hellblauen. Oh, wer bist du denn? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Was, wer ist das denn? Oh mein Gott. Ich will hier weg. Ich will hier ganz, ganz schnell weg. Ja, ich möchte hier unten nicht bleiben, aber oben ist auf jeden Fall eine Falle. Warum habe ich denn immer so Pech und muss genau in so einem Kerker sein? So, wir gucken mal. Hier ist die Kerze. Wir haben die Kerze. So, das haben wir schon mal angezündet. Sehr gut, jetzt haben wir schon mal ein riesiges Stück. Rot und Orange. Was ist das hier? Okay, anscheinend irgendein Rätsel. Bitte lass mich in Ruhe, 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 bitte lass mich in Ruhe. Geh weg, 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 weg. Okay, ich glaube, wir können uns hier vorne auch nochmal... Okay, das brauchen wir gar nicht aufmachen, sehr, sehr gut. Dann sammeln wir hier vorne das Ding ein. Supi, das haben wir schon mal. Hier vorne brauchen wir eine Schippe. Ich nehme den orangen Schlüssel, kein Problem. No problem for me. So, was ist das hier? Das heißt Kreis, Weiß, 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 Schwarz, Kette. Okay, irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ob das hier alles so richtig ist? Oh nein, und ich habe auf jeden Fall verloren. Na, das war super duper knapp. Der Verräter wurde gestoppt. Oh Mann, deswegen, ich finde Traitor immer so doof, weil der Verräter immer gestoppt wird. Aber egal, das ist auf jeden Fall eine super, super mega coole Map. Das war jetzt hier gerade genau, ich würde sagen, ich zeige euch mal, welche Map das war. Hoffentlich können wir die nochmal spielen, weil die hat mir echt super, super gut gefallen. Ich glaube auch, dass das Ende da richtig, richtig krass wird. Und mir kam es auch so vor, als ob dieser Kreis irgendwie vielleicht ein Geheimraum oder sowas ist. Wisst ihr da vielleicht was genaueres, ob das der geheime Raum von Piggy ist oder so? Ich habe absolut keine Ahnung. Irgendwie diese Steindreh-Dings da, Boomster, was wir da gesehen haben und wie man das überhaupt löst. Genau, das war die Karte. Ich hoffe, bitte, bitte, bitte spielt ihn nochmal mit. Kommt, einmal hier mit. Wir wollen doch das hier unten spielen. Ich hoffe nur, dass Piggy... Oh Mann, jetzt wird das andere ausgewählt wahrscheinlich. Egal, das heißt, wir sind nicht nochmal in der gleichen Map. Aber nicht schlimm, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Während der Runde wieder. Bis gleich. Okay, so, da sind wir schon direkt. Und let's go. Die Karte, glaube ich, kennen wir eigentlich ganz gut. Ich glaube, das ist die mit dem Krokodil, wo ich immer dachte, dass man hier nicht durchs Wasser laufen darf. Aber das darf man ja zum Glück. So, dann gucken wir mal. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr drauf geachtet, was für ein Spielmodus es ist. Ich hoffe sehr, dass es Player ist. Weil ihr wisst, der Player ist mein absoluter Lieblingsmodus. Weil bei Infektionen, da wird es immer so super duper schwierig. Okay, hier ist schon mal grün. So, dann können wir das hier aufmachen. Dann wahrscheinlich noch die... Hallo, Piggy. Danke, dass du mich vorbeilässt. Tschüss. Okay, ich habe irgendeinen goldenen Schlüssel. Da vorne brauche ich aber den Schraubschlüssel für. Den habe ich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich den finden kann überhaupt.
Der goldene Schlüssel ist ja meistens für ein Tresor oder so. Welche Farbe hat das? Rot. Hier sind Zahnräder. Ich glaube auch, dass ich auf einer Seite Zahnräder reinstecken muss und auf der anderen Seite. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Warum kann ich denn auch schon hier runterlaufen? Ich dachte, das ging immer nicht. Ah, okay. Das ist erstmal nur ein Stück, was man runterlaufen kann. Und das restliche Stück ist dann das mit Wasser gefüllte. Okay. Ich weiß wieder, ich weiß wieder, ich weiß wieder. So, du hast den hellblauen Schlüssel. Okay. Ich laufe mal hier rüber. Wo ist das jetzt? Okay, vielleicht brauchen wir auch erst den orangenen Schlüssel. Den haben wir gerade eben irgendwo gesehen. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo wir den gesehen haben. Genau, hier kann man, glaube ich, auch diese Runde laufen. Ah! Oh Mann, 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 oh Mann. Und schnell weg! Supi! So, das haben wir schon mal geschafft. Beziehungsweise, was heißt hier bloß geschafft? Wir brauchen auf jeden Fall den Schraubschlüssel. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo der sein könnte. Oh Mann, ich bin wieder total aufgeschmissen. Weil ich glaube, dass wir hier vorne den links brauchen. Den lilanen und hier den orangenen. Nein, wir wurden bekommen. Oh Mann. Egal. Okay. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde. Bis gleich. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wir haben es geschafft. Wir spielen jetzt nochmal diesen Tempel. Ich hoffe nur, dass wir Player und nicht wieder Traitor spielen, das ist wie gerade eben ist. Ich hoffe auch mal super, 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 Leute, dass dieser Skin rauskommt. Oh nein, die wollen Infektion spielen. Dann lass lieber Traitor spielen. Oh Mann, das ist der blödeste Modus von allen. Egal. Dafür bin ich zumindest nicht. Dafür bin ich zumindest schon mal nicht Piggy. Ich hoffe nur, dass der andere das hinkriegt und auch nicht direkt bekommen wird. So, hallo, schönen guten Tag. Okay. Okay. Okay, gut. Wie schwer kann es sein? Ja, wie schwer kann es bloß sein, wenn du das mal vorher wüsstest, dass hier noch Untote rumlaufen? Dann wäre deine Meinung direkt ganz, ganz anders. So, ich habe hier schon mal den grünen Schlüssel. Hier vorne ist hellblau. Ich glaube, da ganz, ganz hinten war direkt mit dem grünen Schlüssel auf. So. Ja, sehr gut. Damit sind beide auf. Jetzt habe ich auch schon mal die Kerze. So, weil dann kann ich nämlich ganz schnell hier rechts rüber gehen und das mit der Kerze schon mal. Nein, hier ist es gar nicht, hier ist es gar nicht. Das ist hier. Okay. So, das schon mal weggebrannt mit der Kerze. Und was haben wir dann hier drüben? Hier haben wir auch irgendwelche Symboliken wieder. Ich nehme erstmal das mit. Ich glaube, da ein Benzinkanister brauchen wir nicht. Aber dafür sind ganz schön viele da, dafür, dass wir den nicht brauchen. Okay, ich bin mir nicht sicher. Ich gehe erstmal rüber und guck mal drüben auf der anderen Seite. Hier ist auch dieser rote Schlüssel. Sehr, sehr gut. Ich glaube, der rote Schlüssel ist mit einer der wichtigsten Schlüssel, weil man kann auf jeden Fall oben was machen. Und man kann unten was machen. Oh, bitte lass mich es nur schaffen, hier diesen Bogen zu laufen. Supi, danke. Tschüss, Piggy. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bye, bye. Ciao, ciao. Tschüss. So, dann, genau. Ist hier vorne der erste Raum. Und ganz geradeaus durch ist der rote Schlüssel. Supi. Das haben wir dann. Ah, okay. Hier können wir hoch und runter laufen. Das macht es für uns halt auch viel, viel einfacher. Hier brauchen wir den goldenen Schlüssel. Ich glaube, den goldenen Schlüssel habe ich jetzt gegen den roten Schlüssel getauscht, oder? Entweder liegt er hier vorne, der goldene Schlüssel. Hier ist die Kerze. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal kein goldener Schlüssel. Das ist ein bisschen doof. Okay. So. Dann müssen wir jetzt einfach hier lang und uns richtig dolle beeilen, dass wir da nicht bekommen werden. Ich hoffe nur, die teilen sich nicht auf. Wir laufen. Wir sind hinter PG hergelaufen. Das hat super, super, duper gut geklappt. Jetzt haben wir hier irgendeinen Hammer.
Wir laufen erstmal hoch. Ich hoffe, das bringt ein bisschen was. Zumindest ein bisschen Zeit. Wir brauchen hier für oben auf jeden Fall den orangen Schlüssel. Aber ich glaube, wenn wir den orangen Schlüssel holen und dann damit runtergehen, werden wir auf jeden Fall sterben, weil die warten doch nur darauf, dass ich runterkomme mit den ganzen Sachen. Okay. So, weil hier vorne war, glaube ich. Nee, hier ist eine Schaufel. Oh Mann, okay. So, ich glaube, ey, vorne. Wir machen das echt gut, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob wir gut genug sind. Nein, wir haben es nicht geschafft, wir haben es nicht geschafft. Okay, aber wir waren der Letzte von allen und damit haben wir es eigentlich auch geschafft. Damit haben wir quasi schon gewonnen. Das war auf jeden Fall auch wieder eine super, super coole Runde. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir beenden für heute die Folge. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 13 Uhr wieder. Bis morgen, macht's gut und tschüss.